Konnichiwa! Ich begrüße euch ganz herzlich und wünsche euch viel Spaß bei dem neuesten Video von Kaito Akai. Komm mal, Leute, ihr wisst Bescheid, neues Conan-Video, wie immer eigentlich. Und in diesem Video geht es aber um etwas ganz Besonderes, und zwar geht es um Rum. Ich habe ja letztens schon mal ein Video gemacht, wo wir einen Rum-Kandidatin, um genau zu sein, eine Rum-Kandidatin ausgeschlossen haben. Und zwar Rumi Wakasa. Ich habe euch auch eine Erklärung gegeben. Wer das Video nicht geguckt hat, Link ist unten in der Beschreibung. Und nun haben wir noch zwei andere Kandidaten, die im näheren Auswahlverfahren stehen, Rum zu sein. Einmal natürlich Yue Koroda und dann auch Kaninori Wakita. Und in diesem Video streiche ich meiner Meinung nach die zweite Person, die nicht rum ist. Und zwar, kurz und knapp, ist es Hiyoe Kuroda. Jetzt fragen sich natürlich alle, warum, weshalb, wieso. Ich persönlich glaube ja eh, dass es sich bei Hiyoe Kuroda um den verschollenen Vater von Shushi Akai handelt, ja. Das jetzt aber mal beiseite. Warum ich glaube, dass Hiyoe nicht rum ist? Ganz einfach, er ist das erste Mal erschienen im Manga, Band 86, Kapitel 913, ja. Er war ein hohes Tier der Polizei, ist aufgetaucht. Yamamoto war auch da, aber auch Konnichiwa war. Und Kuroda hat auf einmal direkt allen gezeigt, wer der Boss ist, ja. Er wurde auch im Manga, wir halten uns erstmal ganz stark im Manga, sehr, sehr böse präsentiert. Ja, hat ja einen sehr, sehr brachialen Eindruck gehabt. Er hat ja auch eine Verbrennung da im Auge, eine Verletzung im Auge. Und Conan hat natürlich direkt gedacht, oh, Moment mal, das könnte doch ins Profil von Rum passen. Und Moment, ja, es passt ja auch alles ins Profil von Rum. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass er wirklich sehr, sehr furchteinflößend gezeichnet wurde. Er wurde uns immer so als böse schon präsentiert, schon direkt in eine Schublade gesteckt. Moment mal, der hat eine Verletzung im Auge, der guckt böse. Der muss böse sein, ja. Er muss rum sein. Also er wurde schon irgendwie mit seiner Art bösen Aura irgendwie uns dargestellt. Ja, was schon ein bisschen komisch ist, eine Person so derartig schon in eine Schublade zu stecken. Da muss man schon mal nachdenken. Moment mal, Gojo, wird's uns ja endlich verkackeiern, ja. Man kann quasi am Anfang gar nicht anders als Hiyoe als Bösewicht einzustufen, ja, weil er uns so präsentiert wird. Und im Endeffekt sehen wir nur das, was wir sehen wollen oder was wir halt annehmen, ja. Und er ist halt einfach böse. So wird er zumindest dargestellt. Aber jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, der meiner Meinung nach viel, viel wichtiger ist. Und zwar Kapitel 920. Ja, das ist so ziemlich das letzte Panel, was wir überhaupt dort sehen. Und da kommt nämlich Hiyoe Kuroda, der eigentlich gar nichts mit dem Fall zu tun hatte. Und er geht direkt auf Conan Edogawa zu und hat gesagt, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, er hat sich wirklich quasi bei ihm bedankt, dass er ihm beim letzten Fall geholfen hat. Und das ist schon ein ziemlich krasser Move. Würden wir jetzt annehmen, dass er rum ist, ja, also der Berater von Anokata, die Nummer 2, die uns präsentiert wurde aus der Organisation, ist er also ein sehr, sehr hohes Tier. Warum sollte er denn persönlichen Kontakt zu Conan Edogawa suchen? Gerade wenn Rum angeblich ja fast immer, abgesehen von der Koji Haneda-Sache damals, immer so penibel arbeitet und die schwarze Organisation generell eigentlich kein Risiko eingehen möchte. Warum präsentiert man sich denn dann so offensichtlich, ja? Warum geht man dann direkt auf Conan zu? Und viel, viel wichtiger ist folgende Sache. Ai Haibara war auch dort. Und Ai Haibara hat in diesem Moment, wo Hiyoe Kuroda da war, nicht die Aura der schwarzen Organisation wahrgenommen, ja, die nimmt sie ja immer wahr. Bei ehemaligen Mitgliedern der schwarzen Organisation, unter anderem ja auch bei Subaru Okiya, der ja damals auch in der Organisation war. Wir wissen ja alle, Subaru ist im Endeffekt Shushi Akai oder halt bei aktiven Mitgliedern. Aber warum hat sie denn in diesem Moment keine Aura wahrgenommen? Gilt das etwa nicht für hochrangige Personen aus der schwarzen Organisation? Ja, gibt es da vielleicht eine andere Aura? Gibt es da überhaupt eine Aura? Und das ist meiner Meinung nach ziemlich merkwürdig. Auf der anderen Seite möchte ich trotzdem noch kurz was erwähnen. Und zwar ist der Name Hiyoe Kuroda an etwas angelehnt, ja, an einem anderen Charakter, beziehungsweise an eine andere Person. Und zwar an den japanischen Daimyo Kuroda Yoshitaka, ja. Und eine kurze Info, das ist halt ein Daimyo, ja. Und dieser war Chef Berater. Ja, er war also Chefberater und jetzt könnte man ja also praktisch überspitzt sagen, okay, wenn der Name angelehnt ist an einen Chefberater, so könnte er doch auch angelehnt sein an Anokata, beziehungsweise der Chefberater sein. Ja, und damit wäre er ja praktisch rum. Aber das ist meiner Meinung nach zu dürftig und die ganzen Argumente, die ich euch genannt habe, sind meiner Meinung nach eindeutig viel stärker, ja. Und ich glaube einfach, dass das alles zu offensichtlich ist. Ich habe euch halt meine zwei Hauptargumente genannt. Als erstes dieses offensichtliche
offensichtliche Auftreten und natürlich auch noch die Aura der schwarzen Organisation, was uns natürlich dann auch bald zu einer nächsten Theorie leiten lässt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Um das nochmal hier kurz zusammenzufassen, ja, ich persönlich glaube, dass Hiroe Kuro da nicht drum ist, aber damals im Fall von Koji Aneda eine tragende Rolle gespielt hat. Der Podcast ist auf jeden Fall nochmal unten verlinkt, wer sich das Ganze anhören will. Bis zum nächsten Mal, ich verabschiede mich, euer Kaito Akai. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch mal das letzte Video an. Für mehr Informationen über Detektiv Conan folgt ihm doch auf Instagram, Twitter oder Discord.